Die Art der Menschenhaltung ist an seinem Ende angelangt. Von einem Hopi. Die Ungerechtigkeit wider unseresgleichen oder wider uns selbst. Zu Beginn waren wir Menschen wie die Tiere. Wir haben die Ressourcen um uns herum geerntet und genutzt. Wir waren Jäger und Sammler und haben davon gelebt, was uns die Natur reichlich bot. Genau wie Tiere lebten wir von einem Tag in den anderen, ohne groß nachzudenken, was die Zukunft bringt. Aber dann passierte durch die Fortentwicklung einerseits etwas Wunderbares, aber andererseits auch etwas Schreckliches mit unserem Geist. Es wurde uns bewusst, wir sind sterblich, wir bekamen Angst vor dem Tod, fragten uns, was die Zukunft für Verluste bringen wird und das als einzige Spezies auf diesem Planeten. Das war der Anfang einer großen Tragödie, aber auch einer großen Möglichkeit. Denn wenn man Angst vor dem Tod hat, vor Schmerz und Gefangenschaft, wird man kontrollierbarer und sehr wertvoll auf eine Weise, die keine andere Ressource sein kann. Die größte Ressource, die ein Mensch kontrollieren kann, sind nicht die natürlichen Ressourcen, auch nicht Werkzeuge, Maschinen oder Gebäude, sondern andere Menschen. Man kann wohl Tieren Angst machen, weil Tiere Angst vor Schmerzen in diesem Augenblick haben. Aber man kann Tieren keine Angst mit einem Verlust der Freiheit machen, der Aussicht auf Gefangenschaft oder Folter in der Zukunft, denn Tiere haben gar kein Bewusstsein für die Zukunft. Man kann auch keine Waffe auf einen Baum richten und diesen auffordern, er soll mehr Früchte tragen. Man kann auch nicht mit einer Fackel einem Feld drohen, es soll mehr Weizen produzieren, sonst wird es angezündet. Man bekommt auch nicht mehr Eier von einer Henne, wenn man sie einschüchtert. Aber man kann einen Menschen dazu bringen, seine ganzen Wertsachen herauszugeben und seine Freiheit aufzugeben, wenn man ihn bedroht. Diese Form von Tierhaltung mit den Menschen durch Angst wurde die profitabelste und zerstörerischste Beschäftigung in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und wir sind jetzt am destruktivsten Höhepunkt angelangt. Die menschliche Gesellschaft kann man nicht rational verstehen, wenn man sie nicht für das ansieht, was sie ist. Eine Ansammlung von Landwirtschaftsbetrieben, wo Menschen als Halter andere Menschen wie Tiere besitzen und ausbeuten. Viele werden diese Beschreibung als absurd abtun, denn sie werden sagen, aber die Obrigkeit bietet doch Schutz an und ein Gesundheitssystem, Strom, Wasser, Straßen und Schulen. Sie meinen wirklich, es geht doch Wohlwollen und Gütigkeit von ihnen aus. Aber nichts ist weiter von der Realität entfernt. Bauern kümmern sich ja auch um die Gesundheit ihrer Tiere und bieten Schutz, Nahrung und alle notwendigen Grundbedürfnisse an, damit ihre Tiere mehr hergeben, halten sie aber gleichzeitig in Gefangenschaft. Menschen meinen, sie haben Freiheiten und glauben fest daran, die Regierenden schützen ihre Freiheiten. Aber Bauern erlauben auch ihren Tieren einen gewissen Freiraum, geben ihnen größeren Auslauf und mehr Bewegungsfreiheit. Aber nur, weil sie wissen, dadurch werden sie mehr Fleisch, mehr Milch oder mehr Eier produzieren. Unsere sogenannten freiheitlichen Demokratien sind nichts anderes als Landwirtschaftsbetriebe, die Menschenhaltung betreiben, um Arbeitsleistung zu ernten und als Hauptziel sehr viel Steuern kassieren. Unser Halter gibt uns gewisse Freiheiten, nicht weil er unsere Freiheiten als ein Recht, das uns zusteht, ansieht, sondern weil er seinen Ertrag und damit seinen Profit mit uns steigern will. Versteht ihr langsam die Natur dieses Gefängnisses, in das ihr hineingeboren wurdet? In der Geschichte gab es 4 Phasen der Menschenhaltung. Die erste war eine direkte und brutale durch Anwendung von Gewalt. Die einzelnen Untertanen hat man dadurch schon kontrollieren können, aber die kreative Produktivität des menschlichen Geistes konnte man mit Peitschenhieben und Ketten nicht motivieren. Sklavenarbeiter waren willentlich sehr unproduktiv und störrisch, benötigten einen enormen Aufwand, um sie zu beherrschen und anzutreiben. Die zweite Phase, in der Sklaven eine gewisse eingeschränkte Form der Freiheit erhielten, um kreativ und intuitiv zu sein. Damit stieg ihre Produktivität für die Besitzer. So wurden die Regierenden reicher, denn sie konnten mehr Steuern einnehmen und dadurch ihre Macht erweitern. In der dritten Phase wurden die Leibeigenen eingeführt, wobei diese etwas an Land nutzen durften, aber den Zehnten in Form von Steuern abliefern mussten.
statt wie Sklaven direkt dem Eigentümer zu gehören, gehörte das Land und alles, was sich darauf befand, der Elite, und die Leibeigenen durften darauf arbeiten, solange sie ihnen den Tribut ablieferten. Diese Form der Menschenhaltung brach aber zusammen, als bessere Formen des Anbaus sich entwickelten, größere Flächen zusammengefasst wurden und immer mehr Bauern das Land verlassen mussten. Man konnte mit weniger Leuten mehr produzieren. Dieser Produktivitätszuwachs brachte einen Überschuss an Lebensmittel, was wiederum das Anwachsen der Städte ermöglichte. Danach kam die vierte Form, die sogenannte moderne Gesellschaft. Als die Masse an entwurzelter Landbevölkerung in die Städte flutete, stand ein großer Vorrat an billigem menschlichen Kapital den aufstrebenden Industriellen zur Verfügung. Die regierende Klasse realisierte sehr schnell, sie können mehr Geld verdienen, wenn sie ihren Nutztieren erlauben würden, ihre eigene Tätigkeit zu wählen. Unter diesem heutigen Modell ist der direkte Sklavenbesitz und das Leibeigentum durch das Mafia-Modell ersetzt worden. Die Mafia besitzt in der Regel nicht selber die Betriebe, die Angestellten und die Ressourcen. Sie schicken nur ihre Geldeintreiber jeden Monat zum Kassieren vorbei, um von den eigentlichen Eigentümern ihren Anteil zu erpressen. Nichts anderes macht der Staat heute, indem er Schutzgelderpressung betreibt. Er gaukelt uns vor, uns Schutz anzubieten, für den wir zahlen, dabei müssen wir nur von ihm selber beschützt werden. Ihr dürft jetzt alle euren eigenen Beruf wählen und es ist euch erlaubt, einen eigenen Betrieb zu besitzen und zu führen, was eure Produktivität enorm steigert und somit die Steuern und Abgaben, die ihr an eure Meister zahlen müsst. Die wenigen Freiheiten werden euch zugestanden, weil ihr so profitabler für eure Besitzer seid. Das funktioniert so gut, geschichtlich gesehen sind die heutigen Abgaben am höchsten und 3/4 des Jahres arbeiten viele nur für diese. Eine sehr raffinierte Sklavenhaltung, die hier betrieben wird, wenn der Sklave nicht mal merkt, dass er ein Sklave ist. Wie Johann Wolfgang von Goethe schon sagte, niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. Was jetzt die große Herausforderung für die wirklichen Besitzer der Welt geworden ist, dieser Zuwachs an relativem Wohlstand und Freiheit, den sie euch erlauben, bedroht sie selber. Die regierende Elite hat von einem freien Handel mit Kapital und Arbeitskraft profitiert. Aber da ihr Viehbestand mehr und mehr sich an die Freiheiten gewöhnt hat, fingen diese an zu fragen, warum sie überhaupt Regierende über sich benötigen, speziell wenn sie nur aus Verbrechern bestehen, die in ihre eigene Tasche wirtschaften und nichts bringen. Es ist ein echtes Dilemma für die herrschende Klasse geworden. Sie sitzen im Zwiespalt zwischen der Gier nach mehr Profit, aber dem Widerwillen, noch mehr Freiheiten zugestehen zu müssen. Ein typisches Beispiel ist China, wo der Kommunismus neben dem Kapitalismus existiert. Es herrscht eine politische Diktatur, aber es gibt freie Marktwirtschaft. Zu diesem Modell entwickelt sich auch der Westen, wo die Meinungsfreiheiten und die Menschenrechte immer mehr beschränkt werden, der Polizei- und Überwachungsstaat eingeführt wird, aber die Wirtschaft darf alles. Genau genommen ist das Faschismus, die Verschmelzung der Staatsmacht mit der Konzernmacht, wo der alles bestimmende Staat für das Wohl sorgt und für die Menschen denkt und sie lenkt. Die steuerzahlende Viehherde in ihren Gattern zu halten, ist ein Prozess, der in drei Phasen abläuft. Zuerst wird die junge Generation von Staats wegen indoktriniert durch die sogenannte Schulbildung, damit sie von Anfang an nur die eingezäunte und kontrollierte Welt als richtig ansieht. Damit werden die Gedanken gesteuert und der Geist in die gewünschte Form gebracht. Die zweite Phase ist, man wendet die Nutztiere gegen sich selber, spielt sie gegeneinander aus durch die Schaffung von abhängigen Rindern, die nützliche Idioten sind und ihre eigene Herde in Schach halten und verraten. Es ist sehr schwer, die Herde durch direkte Gewalt zu kontrollieren und dort, wo es angewendet wird, senkt es dramatisch die Produktivität. Die früheren kommunistischen Diktaturen sind ein Beispiel dafür. Menschen sind nicht motiviert oder produzieren nicht sehr effizient, wenn sie sehr streng gefangen gehalten werden. Aber wenn die Menschen glauben, sie sind frei, dann werden sie sehr viel mehr für ihre Halter produzieren. Der Kapitalismus ist das Vorgaukeln von Freiheit. Dabei hat man nur eine Freiheit zu entscheiden, was konsumiert, welche Produkte man kaufen will, obwohl das auch von der Werbung über das Unterbewusstsein gesteuert wird.
Der beste Weg, die Illusion aufrecht zu erhalten, ist, einige der Rinder aufzuwerten und auf die andere Seite zu holen. Die Tiere, die abhängig von der Hierarchie werden, können jede andere Kuh, die aus der Reihe tanzt, zurück ins Glied schicken. Sie werden die niedermachen, welche darauf hinweisen, wie unmoralisch der Besitz und die Haltung von Menschen ist. Wenn man die Viehherde dazu bringt, sich gegenseitig anzugreifen, sobald jemand die Situation, in der sie sind, aufzeigt, dann muss man nicht viel Aufwand treiben, wie man sie direkt unterdrückt. Die abhängigen Rindviecher werden die Drecksarbeit für den Herdenbesitzer erledigen. Die Klasse der Intellektuellen, welche am meisten von der Indoktrination genannt Universitätsstudium beeinflusst wurden und durch Titel und Privilegien korrumpiert sind, werden sich vehement jeder Infragestellung der Vorteile so einer Menschenhaltung entgegenstellen. Und die anderen, von der Gunst der Besitzer abhängige Tiere, die sich für etwas Besseres halten, wie die Künstler und Medienschaffenden, werden jedem, der die Freiheit und den Ausbruch verlangt, sagen, du gefährdest damit deine Mitkühe. Dadurch wird die Viehherde eingeschlossen gehalten, indem man die Verantwortung für die Amoral des herrschenden Systems auf die schiebt, welche die wirkliche Freiheit verlangen und erstreben. Die dritte Phase ist die Schaffung von permanenten äußerlichen Gefahren, damit die verängstigte Herde den Schutz des Halters sucht. Durch eine ständige Bedrohung, die künstlich erzeugt wird, kann man die hysterische Masse in die gewünschte Richtung lenken und sie nur an ihr Überleben denken lassen. Der Herdenbesitzer wird Leute engagieren, welche in der Nacht den Wolf spielen, heulen und knurren. Um ganz überzeugend zu sein, wird er sogar seine eigene Herde angreifen und ein Rind töten, nur damit sie es sieht, ja, es gibt wirklich wilde Tiere da draußen, vor denen uns der Besitzer schützen muss. So werden die Kriege begründet, indem künstlich Feinde erfunden werden, welche die Herde angeblich bedrohen, und die Masse glaubt das und zieht für den Halter in die Schlacht, opfert ihr Leben für dessen Machterweiterung. Bei den Kriegen im Irak, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Jemen oder wo auch immer und bei dem bevorstehenden Angriff gegen den Iran geht es doch nicht um Demokratie und Freiheit. Das ist lächerlich. Es geht um mehr Profit, Macht und Kontrolle für die Sklavenhalter. Diese Art der Menschenhaltung ist aber an seinem Ende angelangt. Die vielen Krisen, die wir in der letzten Zeit erleben, speziell die Weltwirtschaftskrise, ist durch die Freiheiten, die gewährt wurden, entstanden. Der Zuwachs an Wohlstand in den letzten 100 Jahren ist durch die wirtschaftlichen Freiheiten erschaffen worden. Genau dieser Anstieg an Wohlstand hat die Macht, Größe und Gier der Tierhalter ins Unermessliche wachsen lassen. Wenn die Herde immer produktiver wird, dann wächst auch die Anzahl der Tierhalter und die Zahl ihrer Abhängigen. Ökonomische Freiheiten schaffen Wohlstand und Wohlstand zieht immer mehr Diebe und Betrüger an, deren Gier dann die wirtschaftlichen Freiheiten zerstört. Mit anderen Worten, immer mehr Parasiten leben von der Herde und saugen sie bis auf das Blut aus. Das ganze System ist voller Metastasen und sie sind zu einem tödlichen Krebsgeschwür geworden, das zu seinem Tod führt. Ein Regierungsapparat, der klein anfängt, wird immer als unmenschliche Monstergröße enden. Dieser Vorgang erklärt, warum alle Viehhalter immer größere zentralistische Unionen wollen, warum es die Globalisierung gibt, die neue Weltordnung mit dem Endziel der diktatorischen Weltregierung. Alle Despoten der Vergangenheit wollten die Welt beherrschen, haben aber mit ihrem Größenwahn nur Tod, Leid und Zerstörung verursacht. Deshalb gibt es keine Alternative zu einer echten, freien, friedlichen Gesellschaft, die in kleinen, überschaubaren Strukturen abläuft. Eine Gesellschaft ohne politische Führer, ohne Besitzer von Menschen und ohne den Zwang, immer mehr Steuern abzuführen, um diesen unersättlichen Moloch zu erhalten, der meint, wir sind nur Rindviecher, die eingesperrt und ausgebeutet werden können. Wirklich frei zu sein, ist sehr leicht, aber gleichzeitig sehr schwer. Wir müssen uns die Angriffe der Mitläufer aus den eigenen Reihen, welche das System aufrechterhalten und verteidigen, nicht mehr gefallen lassen. Wir müssen aufwachen und die Zäune, die uns einsperren, endlich sehen. Wenn wir unser Dasein als Tierhaltung erkennen, dann machen wir den ersten Schritt, diese Versklavung für immer zu verlassen. Reißen wir die Zäune ein und laufen wir raus aufs offene Feld, dorthin, wo wir endlich frei atmen können. Jeder kann entscheiden. Will man im dunklen Kuhstall vom Bauern gefüttert, umsorgt werden
und nur dastehen und vegetieren, um jeden Tag schön brav gemolken zu werden und dann, wenn man nicht mehr genug Milch produziert, im Schlachthaus zu landen? Oder will man das Sonnenlicht genießen, selber das Futter suchen und unabhängig und frei sein? Sagt ein Schwein zum anderen, du, ich hab das Gerücht gehört, der Bauer füttert uns nur, weil er uns später schlachten will. Darauf sagt das andere Schwein, ach du immer mit deinen Verschwörungstheorien. Viva la pura vida, Hopi. Frisch, vital, aktiv. Der Zynismus von früher ist passé. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde. Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase.